Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Solidate und in diesem Video tauchen wir mit dem Krakenclan ab. Der Clan kommt mit frischen Mechanics, die auch im Spiel mega Spaß machen. Jetzt möchte ich noch von dir wissen, was du am Krakenclan so magst. Schreib es doch mal in die Kommentare und lass es mich wissen. Danach nur noch dranbleiben, um den Kraken zu befreien. Wir schauen uns den Clan mit seinen Fähigkeiten an und anschließend eine Build, Lore und Upgrade Order sowie das Militär und jeweils die Stärken und Schwächen des Clans. Mit 2 Sternen im Bereich Schwierigkeit muss man das Spiel und die Grundprinzipien schon verstanden haben, um hier nicht unterzugehen. Die 2 Sterne kommen durch die vielen Debuffs vom Clan, die man erst im Laufe des Spiels gut ausgleichen kann. 2 Sterne in der Wirtschaft sind okay und 3 Sterne im Bereich Militär sind echt gut. Da können wir nämlich die Valkyrie holen, welche etwas stärker ist. Abschließend haben wir 1 Stern für den Support und hier ist es im Allgemeinen angenehmer, wenn man selbst Unterstützung bekommt, als wie wenn man welche geben muss. Mit dem Krakenclan fühlst du dich an den Küsten sehr wohl, was sich auch in den Startboni zeigt. Nicht-Küstengebiete kosten dich 50% mehr und deine Einheiten werden da um 30% geschwächt. Außerdem kannst du keinen Langschiffdock bauen und somit keinen Handelssiegerring. Das hört sich erstmal nach einer ganzen Menge Debuffs an. Aber der Clan bietet dir dafür auch einige Mechanics, die das Ganze wettmachen. Außerdem kannst du keine Fischerhütte bauen, aber dafür eine Fischerei, welche an Küsten und in normalen Fischgebieten gebaut werden kann. Die Arbeiter von dem Gebäude produzieren dann 20% mehr Nahrung. Brauerei wird durch das Gebäude Hörge ersetzt. Hier kannst du weibliche Dorfbewohner zuteilen, welche anschließend zu Nornen umgewandelt werden. Diese produzieren dann Zufriedenheit und Wirt. Wirt kann für spezielle Fähigkeiten genutzt werden und Nornen zu Valkyren umwandeln. Der Krakenclan kann wie gesagt Wirt benutzen, um Valkyren zu rekrutieren, aber auch um spezielle Fähigkeiten zu benutzen. Für 100 Wirt können wir Shallow Tides auf ein Küstengebiet wirken, um dort ein extra Gebäude bauen zu können. Für 300 Wirt können wir High Tide auf anliegende Nicht-Küstengebiete wirken, um es quasi zu überfluten, wodurch die Debuffs für uns verschwinden. Doppelt so teuer, also 600 Wirt, kostet es eine Norne in eine Valkyre umzuwandeln. Dabei können wir immer nur eine Valkyre haben, diese werden aber nicht mit in die Bevölkerung oder in die Armee gezählt. Unsere letzte Fähigkeit kostet 1000 Wirt, ist aber auch sehr stark. Sie ruft 5 Spectral Warriors an der Küste eines Gegners herbei, die den Gegner dann angreifen. Außerdem starten wir mit 400 Wirt in das Game. Mit 200 Ruhm bekommst du direkt 400 Wirt und wirst 5 Monate früher vor globalen Ereignissen gewarnt. Während dem Event Angriff des Kraken feiert dein Clan zusätzlich ein Festmahl. Ab 500 Ruhm besteht dann die Chance, dass das Töten von gegnerischen Einheiten die Leichen in Spectral Warriors umwandelt, welche du dann kontrollieren kannst, um damit auch den Gegner anzugreifen. Mit unserem Relikt Adder of Ver fangen unsere Nornen an, 1,2 Ruhm pro Monat zu produzieren und wir kriegen einmalig 1000 Wirt. Mit dem Krakenclan wollen wir eine starke Echo aufbauen, indem wir Nahrung mit NPCs traden und zum Schluss nutzen wir diese Echo, um eine starke Armee aufzubauen. Mit diesem Bild fokussieren wir uns erstmal auf unsere Echo. Wir starten normal mit dem Speercamp und unserem Spezialgebäude Hörger. Dabei schicke ich jetzt immer nur einen Speer los, weil wir erstmal nur die Küstengebiete erkunden wollen und ich rekrutiere direkt immer Nornen, um Wirt zu generieren. Das Wirt sparen wir dann für eine Valkyre. Die nächsten beiden Gebäude werden ein Haus- und ein Holzfällercamp sein. Es kann hierbei dazu kommen, dass dein Clan jetzt kurz hungern muss, das ist aber nicht weiter schlimm, weil hier wird die Unzufriedenheit mit den Nornen ausgeglichen. Das nächste Gebäude ist aber unbedingt eine Fischerei. Danach bauen wir ein weiteres Haus, denn durch die Hörge haben wir in der Regel so viel Zufriedenheit, dass unsere Bevölkerung boomt. Mittlerweile sollten wir auch schon unsere Valkyre haben, die wir zum Clearen der anliegenden Gebiete benutzen. Währenddessen bauen wir die zweiten Echo-Gebäude, also eine weitere Holzfällerhütte, sowie eine Fischerei, gefolgt von einer Eisenmine und einer Schmiede. Damit kann man dann früh seine Fischer upgraden. Nach dem ersten Winter bauen wir eine Steinmine und 1 bis 2 Handelsposten, um mit dem Handel anzufangen. Da wir einen großen Fokus auf Echo und Handel legen, starten wir mit Mining Efficiency, holen uns danach Near the Spirit und Knowledge from Beyond. Mit Near the Spirit produzieren wir +1 Wirt und Gold für jedes Küstengebiet mit mehr als 3 Gebäuden. Und Knowledge from Beyond zeigt uns alle neutralen Fraktionen und bufft den Handel mit denen. Wir kriegen pro Route dann +2 Wissen und 20% Goldproduktion. Danach holen wir Carpentry Mastery und Trading Caravan. Nun sollte dem Handel nichts mehr im Wege stehen, also gehen wir danach auf Sharp Axis, holen uns Yord's Blessing und Foresight. Mit Foresight generieren unsere Norden mehr Wirt und Zufriedenheit. Abschließend gehen wir den Militärstrang entlang bis Valhallas Reinforcement. Dafür holen wir Endless Tide, Poor Codes, Baldur's Blessing, Military Strategy und Valhalla's Reinforcement. Mit Endless Tide werden unsere Einheiten um 20% stärker und billiger. Außerdem kriegen wir pro Kaserne +1 Armeegröße. Valhalla's Reinforcement erlaubt es uns, eine extra Valkyre zu holen und ihre Passive ist um 100% verstärkt und funktioniert auf High Tide Gebieten.
Unsere Upgrades fokussieren sich auf die Fischer- und Holzfäller. Wenn wir unser Clanhaus upgradet haben, wollen wir die Hörgegebäude upgraden. Und wenn wir es schaffen, am Ende von 801 oder Anfang von 802 zwei geupgradete Hörgegebäude zu haben, können wir easy die höchste Bevölkerung im Spiel haben und den Gegner in Manneskraft einfach überrennen. Wir wollen aber auch natürlich unsere Echo-Militärsgebäude upgraden. Unser Relikt ist an sich ganz cool, aber nicht unbedingt notwendig. Wir werden kein Wirt-Problem haben, aber die einmaligen 1000 Wirt können hilfreich sein, um die vierte Fähigkeit ganz schnell zu benutzen. Also wenn man genug Eisenvorkommen hat oder sich Eisen kaufen will, kann man sich auch durchaus das Relikt holen. Der Clan harmoniert sehr gut mit Legions, da wir viele Kasernen bauen werden und diese upgraden können. Außerdem bauen und holen wir verschiedene Einheitentypen. Mit dem Krakenclan wirst du auch merken, dass Gold bei deiner Armee nicht der limitierende Faktor ist, sondern die Bevölkerung. Hierbei helfen uns aber unsere Spezialgebäude mit der Zufriedenheit aus. Durch die Debuffs im Landesinneren willst du eigentlich nie auf Gebieten kämpfen, die weder Küste oder vom High-Tide-Effekt betroffen sind. Wenn du genug Sicht auf deinen Gegner hast, kannst du ihn auch gut in die Zange nehmen, indem du mit deinen Einheiten auf der einen Seite angreifst und mit deiner vierten Wirtfähigkeit von der Küste aus. Die Spectral Warriors sind nicht zu unterschätzen und können sehr großen Schaden anrichten. Die Stärken des Clans liegen definitiv im Free-for-All. Hier kann der Krakenclan gut skalieren und sich einen Gegner nach dem anderen raussuchen, welcher easy fertig macht. Im Late-Game ist der Clan militärisch unaufhaltsam und fast kein anderer Clan kann da mithalten. Der Clan hat aber auch leider zwei große Schwächen. Einmal ist es die Abhängigkeit der Map und der langsamere Spielstil. Wenn die Map echt schlecht ist, wird man ins Landesinnere gezwungen, wo man echt nicht hin will. Hier kann man aber mit genug Übung irgendwann mit der Situation umgehen. Nichtsdestotrotz ist der Clan anfällig für frühe Angriffe. Damit kann man gegen ihn den Wolfsclan gut spielen. Andere Möglichkeiten sind aber auch das Spiel über andere Siegbedingungen zu gewinnen, welche man in der Regel vor dem Krakenclan fertig haben wird. Mein Fazit ist, dass der Krakenclan echt eine Übermacht sein kann und durch seine einzigartige Spielweise echt Laune macht. Wenn man mit dem Clan das Early Game gut übersteht, sollte dir eigentlich nichts mehr im Weg stehen, was dich vom Sieg abhält. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Kraken gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.